Es gibt da einige Grundlagen bezüglich Livestreaming. Wir müssen diese erstmal verstehen. Dann können wir uns auch vielleicht das Video etwas besser später nachvollziehen können. Es geht um Latenz bei Livestreaming. Zum Beispiel, während WM-Live-Spiele, während Fußball-Weltmeisterschaften ist das sehr oft so. Wir schauen uns das Spiel an, plötzlich jubeln auf andere Straßenseite irgendwelche Menschen. Ja? Aber bei uns ist auch kein Tor gefallen. Das ist dieses Latenz, dieses Delay, also Verzögerung während Live-Übertragung. Dann gibt es ein sogenanntes Livestream mit Nachladen oder hängender Übertragung. Das hier hat weniger etwas mit Latenz zu tun, also mit diesem Delay, was wir normalerweise halt auch vom Fernseher kennen, sondern hier geht es um schlechter Leitung, schlechter Bildqualität oder schlechter Übertragung. Dann geht es hier um kleinere Rückler des Videos im Player. Und wenn wir noch weiter runter scrollen, geht es darum, manche Spiele oder manche Übertragungen werden absichtlich mit Delay oder mit Verzögerung übertragen. Das hat schon seine Gründe. Ich möchte die Sache jetzt nicht vertiefen. Man sagt zwischen 5 bis 20 Sekunden oder hier zwischen 10 bis 30 Sekunden. Also das hat man zum Beispiel bei Keno sehr oft, dieses Latenz. Ja, man nutzt das aus. Das ist ein wirkliches Ausnutzen, um extra die Spieler im Glauben zu lassen, nach dem Motto, das Spiel ist live, ist aber nicht. Ja, also deswegen sage ich immer wieder, Finger weg von Keno. Dann nutzt man diese Latenz aus, um sozusagen, das System weiß ja, welche Zahlen bereits gespielt wurden, der spielt halt gegen euch. Also, wir wissen jetzt, was diese zwei Begriffe bedeuten. Nun kommen wir zu der Ziehung am 22.02.2020, was ein unheimlicher Datum. Auf der linken Seite ist der Livestream, das was wir um 19.25 Uhr gesehen haben. Auf der rechten Seite ist die Aufzeichnung. Man sieht, die Qualität ist sehr gut und beide Videos laufen synchron. Es gibt keinerlei Gründe für die Verzögerung. Ich lasse das Video noch ein Stückchen laufen, damit ihr auch seht, wie die Kugel synchron runterfallen. Okay? Bis jetzt gab es ja kein Problem. Jetzt wird der 6. Zahl gezogen und wie man sieht, ist die Qualität sehr gut. Die Zahlen sind sehr schön und scharf zu lesen. Bitte auf das linke Video achten. Ihr seht, wenn jetzt die Kugel fallen wollen, kommt das zu Delay. Habt ihr gesehen? Es fängt an zu laden. Wir schauen uns die Stelle gern nochmal an. Meine Frage ist, warum setzt dieses Nachladen ausgerechnet bei Ziehung der Superzahl ein? Versteht ihr? Das hätte über der gesamten Ziehung stattfinden können. Aber nein, achte bitte auf das linke Video nochmal jetzt. Wieder wird geladen. Habt ihr gesehen? Es wird wieder geladen. Wir schauen uns die Stelle gerne noch einmal an. Bitte ganz genau zuschauen. Da, es fängt wieder an zu laden. Aber die Ziehung war doch jetzt nicht so schlecht. Die Live-Übertragung war doch gar nicht so verkehrt. Meine Frage wäre nur, warum passiert das ausgerechnet bei Ziehung der Superzahlen? Versteht ihr? Das ist so eine Sache, was ich nicht nachvollziehen kann. Es kann genauso gut sein, dass man diese Latenz entweder absichtlich vorgetäuscht hat oder es lag wirklich an Leitungen. Wir verstehen das nicht. Keiner kommt dahinter, warum gibt es diese Nachladen? Ja, es ergibt doch keinen Sinn. Und wenn man sieht, die Videos auf beide Seiten laufen nicht mehr synchron. Man kann diese vortäuschen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich finde das persönlich ziemlich komisch. Das ist auf jeden Fall gerade kurz vor Ziehung der Superzahlen und während der Zahlziehungen zu dieser Latenz oder dieser Bildverzögerung gekommen ist. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video.